Der Landtag macht Gesetze und kontrolliert die Regierung. Soweit, so gut. Aber wie funktioniert die Arbeit eigentlich genau? Die Abgeordneten tagen nicht nur im großen Plenum, sondern auch in kleineren Ausschüssen. Und von diesen gibt es drei verschiedene Arten: Fachausschüsse, Enquete-Kommissionen und Untersuchungsausschüsse. Schauen wir uns die einzelnen Ausschüsse einmal genauer an. Bei den Fachausschüssen diskutiert zunächst nur eine kleine Gruppe von Abgeordneten über mögliche neue Gesetze. Es werden Meinungen und Argumente ausgetauscht. Und manchmal wird bereits ein Kompromiss über einen Entwurf erzielt, bevor dann im Plenum final diskutiert und von allen Abgeordneten abgestimmt wird. Die Zusammensetzung der Fachausschüsse bildet die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ab. Und die Sitzungen sind in der Regel öffentlich. Die Enquete-Kommissionen sind spezielle Arbeitsgruppen, die sowohl aus Abgeordneten als auch Expertinnen und Experten zusammengesetzt sind. Diese werden vom Landtag immer dann eingesetzt, wenn er sich mit Entscheidungen zu komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen beschäftigt, wie zum Beispiel der Digitalisierung der Arbeitswelt. Ein Bericht dokumentiert abschließend das Ergebnis, bevor dieses dann im Plenum diskutiert wird. Die Untersuchungsausschüsse wiederum werden immer dann eingesetzt, wenn mindestens ein Fünftel der Landtagsabgeordneten dafür stimmt. Etwa weil sie ein Fehlverhalten der Landesregierung vermuten. Dieses Kontrollinstrument wird besonders häufig von Oppositionsparteien genutzt. Das Ergebnis der Untersuchung ist ein Abschlussbericht, der von der Mehrheit aller Ausschussmitglieder beschlossen wird. Abweichende Meinungen werden zusätzlich notiert. Mittels der Ausschüsse werden somit neue Gesetze vorbereitend auf den Weg gebracht und auch bereits getane Regierungsarbeit noch einmal überprüft. Die Ausschüsse sind also wichtige Grundpfeiler unserer demokratischen Ordnung.